Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Tower Review. Diesmal mit Transformers Cybertron Robot in Disguise Leo Breaker. Ja, was soll ich zu dieser Figur sagen? Sie ist eine sehr nette Figur, die im Gegensatz zu den anderen Figuren noch eine kleine Zusatzfunktion haben, denn diese Figur ist ein Combinder. Mag's kaum glauben, und vor allem für eine Voyager-Größe ist es eigentlich relativ ungewöhnlich, bei Hasbro daraus einen Combinder zu machen. Trotzdem hat es was und wir kommen im Laufe des Reviews natürlich auch darauf zu. Und jetzt möchte ich euch natürlich einmal die Figur ein wenig näher zeigen. Ja, wir haben hier wie gesagt einmal Leo Breaker. Leo Breaker ist hier ein relativ schicker, biomechanischer Löwe mit sehr vielen schönen Details. Man sieht allein hier am Kopf die Zöpfe, die angedeutet werden, die ganzen Details. Rote Augen, hier mit so leicht weiß-gräulichen, eierschalenfarbenen Verzierungen. Dann hier oben leicht bronzenes Haar mit silbernen Streben. Ja, einem grünmetalligen, wie so eine Art Kronenstück. Wahrscheinlich wie so eine Art Mikrochip. An der Seite, die Schultern sind in einem dunklen Silbergrau gehalten, das heißt Metallic. Auch hier wieder mit dem grünen Akzenten, dem Autobot-Symbol. Und dieser ganze Löwe ist auch in einer Art Gold-Bronze gehalten, was ich auch sehr schön finde. Silberne Krallen zur Verzierung. Und ansonsten, wir sehen jetzt selbst hier mit den Schläuchen sehr viele geile Details. Also gefällt mir sehr. Im Rücken angedeutet hier die Wirbelsäule. Was ich schade finde, ist, dass sie nur hier quasi silber ist und hier das Stück nicht bemalt wurde. Die Schwanzwaffe, die sogenannte Peitsche, ist komplett einfarbig. Und hinten die Füße noch ganz normal. Unten sehen wir nichts groß Spektakuläres. Das heißt, man sieht bei dieser Figur, also wirklich, die Roboterteile sind sehr gut versteckt. Dann hat diese Figur noch ein kleines Soundfeature. Wir oben auf diese grüne Platte drücken, macht er leicht den Mund auf und brüllt. Das war's eigentlich schon. Ja, Leo Breaker hat ansonsten noch die Funktion im Löwenmodus sowie im Robotermodus aus den Armen. Wenn man hier den Planet Key einführt, quasi die Krallen zu bilden und dann quasi, wie so eine Art Zusatzangriff noch zu haben, finde ich ganz nett. Nice to have, ist jetzt nichts Besonderes. Kommen wir jetzt einfach mal, bevor wir jetzt zu der Verwandlung kommen, zu dem Karton. Wir sehen einmal hier auf dem Karton schön groß Leo Breaker, wie wir eben schon gesehen haben, im Tiermodus. Einmal hier im Robotermodus, richtig schön mit ausgefahrenen Krallen. Dem Cyberplaneten-Key des Dschungels. Hier noch einmal ein paar kleine Details zu Leo Breaker. Wer es wissen möchte, einmal pausieren. Ja, und unten haben wir dann einmal Leo Breaker im sogenannten Combiner-Modus als überdimensional großer Arm für Optimus Prime. Den zeige ich euch auch später noch einmal. Und jetzt kommen wir einfach mal zum Rest des Kartons. Wie natürlich überall anders haben wir oben bei den Voyager-Figuren alles gleich. Das Transformers Cybertron-Logo. Vorne einmal groß die Figur abgelichtet. Kein Artwork, sondern wirklich die Figur. Auch hier Schwierigkeitsgrad 3. Dann haben wir hier noch Planeten-Key, der ist noch in der Packung vorhalten. Das heißt, wie so eine Art Karte. Unten Leo Breaker an der Seite. Dann nochmal der Tax-Bag. Auch sehr schön gehalten, ist überdurchschnittlich. Ja, und unten ein bisschen Text. Und an der Seite nochmal die Geschichte des Dschungelplaneten quasi. Auch hier, wer es wissen möchte, einfach mal pausieren. Ja, den Karton machen wir jetzt einfach mal zur Seite. Und jetzt kommen wir einfach mal zu Leo Breaker an sich. Leo Breaker, wie gesagt, lässt sich auch ziemlich einfach verwandeln. Dazu nehmen wir einmal hier die Schwanzwaffe ab. Drehen einmal hier die Beine gerade. Sehen hier hinten den hinteren Fuß nach hinten. Ist quasi der Fuß schon fertig. Den machen wir jetzt gerade.
Dann drehen wir einmal die Arme zur Seite. Drehen die so nach unten. Drehen die Hände richtig zur Seite. Die Daumen können wir dann einmal nach unten drehen, um quasi so die Hand zu bilden. Das gleiche auch hier noch einmal. So, die Hand ist jetzt quasi gebildet. Jetzt nehmen wir hier an der Seite so kleine Packs hier. Die lüften wir nach zur Seite weg. So, das gleiche hier noch einmal. Das gleiche hier. Und wir sehen auch schon, hier ist lustig. Rebreaker ist hier nur mit so zwei Streben miteinander verbunden, um den Combine-Modus natürlich noch zu erleichtern. Jetzt drehen wir den einmal so nach hinten. Und jetzt haben wir hier einen Connector und einen Connector-Port. Den drehen wir so rum. Jetzt drehen wir die Arme so nach oben, dass die Krallen nach oben zeigen. Drehen einmal die Arme nach unten und die Ellbogen nach vorne. So, und jetzt haben wir hier hinten eine kleine, wie so einen kleinen Schlitz. Gehen wir mit dem Finger mal rein. Lüften quasi einmal die Mähne nach oben. Ziehen die jetzt nach oben und schon kommt der Kopf zutage. Ja, und das muss dann natürlich auch so bleiben. Das ist natürlich auch in der Serie so. Ja, und jetzt haben wir quasi Leo Breaker schon verwandelt. Das war es eigentlich schon. So, das ist jetzt einmal Leo Breaker in seiner Roboterform. Wir haben hier natürlich noch die Schwanzwaffe, die er auch noch in den Arm nehmen kann. Dazu haben wir hier kleine Packs dran. Und im Arm ist hier vorne ein kleines Loch. Und da können wir dann die Waffe quasi dran befestigen. So. Ja, und schon haben wir quasi Leo Breaker fertig verwandelt. Wir können von der Bewegung her leider nicht sehr viel bei der Figur machen. Das heißt, wir können hier das Bein ein bisschen zur Seite winkeln. Das ist leider schon alles. Das Bein nach oben und dieses sehr seltsam gestaltete Knie einmal nach oben winkeln. Hier hätte ich es schöner gefunden, hätte die Figur ein doppeltes Gelenk gehabt, beziehungsweise hier unten dieses Stück wäre ein bisschen länger gewesen. Es wäre deutlich schöner gewesen. Und jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, auch hier im Robotermodus einmal die Waffen nach vorne klappen zu lassen. Mit dem Cyber Key einmal aktivieren, um die Waffen auszufahren. Und schon hat jetzt quasi, ja, Leo Breaker die Krallen vorne ausgefahren. Ja, wir können natürlich hier auch den Sound aktivieren. Und das war es eigentlich auch schon. Ja, wir haben noch hier die Möglichkeit, wie wir sehen, diesen Connector-Port noch zu drehen, wenn wir wollen. Und das war's. Mehr kann man eigentlich bei dieser Figur leider nicht tun. Das heißt, wie gesagt, sehr eingeschränkt. Den Ellbogen können wir halt nur nach oben drehen, die Arme drehen, die Hand, die einzelnen, also den Daumen einzeln bewegen, die ganze Kralle nach vorne bewegen und die Hand halt so ein bisschen nach vorne winkeln. Das Einzige, was wir noch können. Und den Kopf können wir halt so ganz minimal nach links und rechts drehen. Das war es eigentlich schon. Der Kopf selbst, finde ich, ist sehr schön gestaltet. Versuch's mal mit dem Licht besser einzufangen. Wie gesagt, sehr schön. Gefällt mir. Man sieht hier auch, wie bei Hau quasi der Vorgänger, bevor umformatiert wurde, die Zähne, die nach oben zeigen. Finde ich sehr schön gemacht. Mundwinkel. Und ansonsten, der Kopf ist auch so ziemlich gleich geblieben. Eine sehr schöne Figur. Vom Gesicht her gefällt es mir auf jeden Fall sehr. Wie so eine Art Krone. Er ist ja auch quasi, dann später in der Serie der König des Dschungelplaneten. Ja, und jetzt kommen wir einfach mal zu dem besten Part, wie ich finde, des Reviews. Wir kombinieren ihn jetzt einfach mal mit Optimus Prime. Dazu nehmen wir einfach mal wieder die Schwanzwaffe ab. Nimm die Hände ab. So. Falt natürlich das ja einmal so hinein. Den Kopf, den falten wir wieder in den Kopf hinein.
Kinnkopf in den Kopf, ja. Der Roboterkopf in den Löwenkopf. Dann falten wir einmal hier oben die Beine nach oben. Hier ebenso. So, jetzt muss ich gerade noch mal überlegen. Ja, genau, so war es richtig. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, die Beine ein bisschen nach außen zu winkeln. So. Jetzt nehmen wir hier die Arme. Die haben hier so einen kleinen Pack. Den machen wir hier unten rein. Die Krallen fahren wir einmal ganz normal ein. Dass es jetzt so quasi aussieht. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, ich weiß, aber das ist beabsichtigt. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, finde ich, um ein besseres Armfeeling zu geben, natürlich die Teile nach innen zu drehen. Das heißt einen, das sieht dann aus wie so eine Art Daumen. Jedenfalls mit sehr viel Vorstellungskraft. Ja, wie gesagt, das ist jetzt sozusagen der Armmodus. Und jetzt nehmen wir noch Optimus Prime. Den haben wir einmal hier. Ein Riesenkerlchen. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt müssen wir einmal bei Optimus Prime das Backpack abnehmen. Lassen wir einmal hier hinten stehen. Jetzt einmal einen Arm nehmen. Den nach hinten drehen. So, als wenn er jetzt im Fahrzeugmodus wäre. Jetzt können wir hier den Arm daran befestigen. Muss ich mal gerade schauen. Irgendwie möchte er gerade nicht. Ja, so haben wir jetzt quasi den Armmodus an Optimus Prime befestigt. Wie gesagt, es sieht sehr skurril aus, wie ich auch finde. Sehr schade eigentlich. Aber wie gesagt, so ist es richtig. Und dann können wir jetzt hier hinten noch das Backpack wieder einmal quasi an Optimus Prime befestigen. Das überlege ich nur gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. So, der wird auch ganz normal wieder hier dran befestigt. Na, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Ah, okay. Das Rückenmodul will irgendwie nicht so richtig mit der Maske funktionieren. Das kriegen wir aber auch schnell hin. So, und jetzt haben wir einmal quasi Optimus Prime hier mit Leo Breaker verbunden und schon haben wir hier jetzt den ja, den Armmodus quasi fertig. Ich finde es sehr interessant, wie gesagt, dafür, dass er diesen Modus überhaupt anbietet. Und wie gesagt, von der Bewegung her ist er leider sehr eingeschränkt jetzt, aber gut, es ist ja auch nur angedacht quasi für kleine Kinder. Das heißt also, sehr viel braucht man da jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Trotzdem halt, wie gesagt, sehr interessant, dass die Möglichkeit überhaupt besteht. Leo Breaker gibt es natürlich auch in einer schwarzen Version. Das ist der sogenannte Nemesis Breaker. Und Nemesis Breaker hat dann auch die Möglichkeit, natürlich auch mit Megatron sich zu verbinden, geschweige denn Galvatron. Und natürlich auch hier eine größere Version zu bilden. Natürlich kann Leo Breaker auch dafür nehmen, denn die Ports sind natürlich dieselben. Ja, wie gesagt, das war jetzt Optimus Prime und Leo Breaker im Combine-Modus. Und ja, ich finde, die Figur ist zwar relativ schick, trotzdem hätte man einige Dinge besser machen können. Zum Beispiel hätte man hier die Möglichkeit bieten können, das miteinander zu verbinden, dass es wirklich eher wie so ein Bein aussieht. Die Möglichkeit ist hier nicht gegeben. Man hätte auch die Beweglichkeit der Figur ein bisschen verbessern können, was man leider auch nicht wirklich getan hat. Von der Beweglichkeit ist die Figur stark eingeschränkt, soundmäßig hätte man noch ein bisschen was machen können. Hier muss ich ganz ehrlich zugeben, hat die Figur von mir im Tiermodus ganze 7 von 10 Punkten verdient und im Robotermodus, ja, auch sehr eingeschränkt, eher nur eine Figur zum Hinstellen wie eine Art Statue. Hier leider auch nur 7 von 10 Punkten.
Der A-Modus hat bei mir nur maximal 5 Punkte verdient, weil er wirklich schlecht gemacht wurde. Aber ansonsten, ja, nice to have die Figur, wenn man auf Combiner steht, wie ich es halt tue. Ja, das war's eigentlich soweit. Und ja, wir sehen uns bei meinem nächsten Review. Bis demnächst, euer Rex4Gaming.